Also der Staffordshire Bull Terrier ist sehr ein freundlicher und aufgestellter Hund. Er ist sehr menschenfreundlich, sehr kinderlieb und draussen ist er aber sehr aktiver und ja, agiler Hund, genau. Vom Körperbau ist der Staffordshire Bull Terrier eher ein kleiner, kompakter, kräftiger Hund. Er ist sehr stark bemuskelt und ja, hat einen schönen, kräftigen Kopf an, sollte sauber im Gesicht sein, also sollte nichts Bulldoggenmässiges haben, sollte nicht allzu kurzschneuzig sein, aber auch nicht zu langschneuzig. Also eigentlich wirklich so der schöne Mischung vom Bull und Terrier. Ja. Die Faschen sind eigentlich sehr unterschiedlich. Es gibt sie in Weiss mit roten Flecken, es gibt sie in Weiss mit schwarzen Flecken, es gibt schwarze wie die Ninja, es gibt die blauen wie der Levis. Und genau, es gibt die blauen wie der Levis, die roten und dann rot mit weißen Abzeichen. Farblich sind sie eigentlich sehr, ist eine grosse Palette. Die einzige Farbe, die nicht anerkannt ist, das ist Black and Tan. Das ist die, wie der Rottweiler aussieht. Die Farbe ist Zucht ausschliessend. Und wenn sie eine Lebernase haben, ist auch ausschliessend, genau. Der Staffordshire Bull Terrier ist wirklich sehr kinderfreundlich, sehr kinderbezogen. Das hat man auch gefördert. Das ist wirklich auch das, was sie von Rassen her mit, mitnehmen. Und das merke ich auch, dass ich wirklich auch mit meinen Kindern sehr gut klarkomme. Was ich muss einfach machen und schauen, aufpassen, ist eher meine Kinder, dass sie den Respekt gegenüber dem Lebewesen wirklich auch lernen kennen und sie nicht plagen, weil bei Kindern sind manchmal sehr unberechenbar, weil sie motorisch einfach noch ganz anders unterwegs sind. Genau. Ich muss eher aufpassen, dass meine Kinder den richtigen Umgang zu den Hunden haben. Weil die Hunde machen es eigentlich schon sehr aus der Natur heraus. Sie sind sehr gerne mit Kindern zusammen. Also beim Staffordshire Bull Terrier ist ganz sicher die Frage, für was, was möchte ich eigentlich in meinem Alltag? Für was will ich den Hund? Möchte ich mit dem soziale Kontakt knüpfen und andere Hundehalter kennenlernen? Mit irgendwie, eben wie ich auch erklärt habe, wenn ich andere Hunde begegne. Es ist einfach nicht ein Hund, den man selbstständig laufen kann im Alltag, sondern er braucht eine Führung. Er hat den Terrier drin, er hat den Bull drin, also er hat auch, kann genau so einen sturen Kopf haben, wie auch sehr triebig sein. Und es ist ein Hund, der Führung braucht und nicht ein Hund, wo man im Alltag mit jedem Salü sagen kann. Aber es ist eher ein Hund, der ignoriert, aber einem Konflikt nicht ausweicht. Der schlechte Ruf des Staffordshire Bull Terrier, das ist in meinen Augen sehr ein grosses Missverständnis. Man hat, es hat eine Zeit lang einen Moment gegeben, wo sie sehr viele Kampfhunde, sage ich jetzt mal, die mixen, Pitbull mixen, Amstaff mixen, von gewissen Vermehrern einfach in die Schweiz gebracht haben. Man weiss die Herkunft nicht, man weiss nicht, wie die gehalten wurden. Und dann hat es einfach halt sehr viel Unfälle gegeben in der kurzen Zeit. Und durch die Unfälle hat man einfach automatisch den Staffordshire Bull Terrier, weil er optisch dem Bild vom Kampfhund halt passt, hat man den gerade eingelistet. Ich kann nicht nachvollziehen, dass Staffordshire Bull Terrier in gewissen Kantonen aufgelistet sind. Der Staffordshire Bull Terrier ist eine Rasse, die eigentlich nie aufgrund böse ist. Und was heisst schon Listenhund? Ich meine, es gibt verschiedene Listenhunde, es gibt verschiedene Rassen, die für eine Aufgabe gezüchtet wurden. Und jeder Hund hat seinen eigenen Charakter und dementsprechend muss man sich eigentlich dem Charakter anpassen. Und man muss sich einfach vorinformieren. Aber so eine Liste, finde ich, hat einfach, irgendjemand hat die Liste aufgebaut und hat einfach
gewisse Rassen dort aus Listenhunden aufgeführt.